Hallo YouTube, wir sind wieder zurück mit Horizon Forbidden West. Wir haben letzte Folge zwei Krümmhörner erledigt und zwei Sonnenflügel. Wir haben jetzt genug Materialien zusammen und ein bisschen uns aufzuwerten. Unsere Rüstung abzugraden. Aber wir gehen erstmal direkt in die Basis, reden mit Zoe und dann schauen wir mal, was wir Schönes basteln können. So. Wie immer können wir nicht direkt in die Basis rein. Sondern müssen erstmal hier lang. So, da hoch mit uns. Aufi. Los. Rein da. Ringmann, wir sind da. Wer noch? Die Basis. So, lass mal mit so reden. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens... Hello. Darf ich mit dir reden? Nice. Wieder da? Yes. Bist du jetzt mit den Kontrollkernen in der Lage, die Landgötter in Reinklang neu zu starten? Oh, bitte. Noch nicht. Oh. Gaia hat gesagt, der Neustartcode muss mit den Daten von den Kernen verändert werden. Mhm. Sie hat meinen Fokus mit Software für die Aufgabe aktualisiert. Aber es ist wohl sehr kompliziert. Es wird dauern. Dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Aber wie lange wird das dauern? Ich will das jetzt machen. Na gut, dann verabschieden wir uns erstmal. Leb wohl. Damit hätten wir aber die Mission schon erledigt, oder? Wir müssten jetzt Erfahrungspunkte und Fertigkeitenpunkte bekommen haben. Warte darauf, dass Zoe den Neustartcode fertig hat. Wie lange soll das denn dauern? Naja, egal. Was haben wir Schönes in der Kiste? Irgendwas Neues? Nein, aber wir können Upgrades machen. Lass mal kurz gucken, wo war unser Raum für Upgrades? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier nicht aus. Ah, da. Die Werkbank. Perfekt. So, Waffen-Upgrades. Können von den Waffen, die wir ausgerüstet haben, nichts upgraden. Cool. Aber wir können unser Outfit upgraden, oder? Nein, können wir immer noch nicht. Wir brauchen nämlich dafür Elementar-Krallenschreiter-Beutelgewebe, wo ich keine Ahnung habe, wo man das herbekommt. Aufgabe erstellen. Yes. Damn, aber wir haben drei Sonnenflügel-Schildwerfer. Die sind auf jeden Fall wichtig gewesen, dass wir die haben. Krallenschreiter, Beutelgewebe, haben wir das überhaupt schon? Könnten theoretisch... Wir können nicht mal das upgraden, schade. Ah, das ist schon auf Maximum für Upgrade, okay. Ah, Mist. Schade, ich dachte, wir können jetzt was Cooles machen. Scheinbar nicht. Nicht mal eine Waffe können wir upgraden. Okay, dann gucken wir mal kurz in die Quest. Was das denn für einen ist. Hier. Auf Karte anzeigen. Ha, die brauchen wir also. Da können wir doch eigentlich hin, oder? Da können wir noch nicht hin. Ja, komm. Lass mal upgraden. Lass heute mal upgraden. Dass wir das ein bisschen stärker machen. So, speichern wir dann mal kurz ab. Elementar, Krallenschreiter, Beutelgewebe, let's go. Das ist, glaube ich, nicht allzu weit weg. Ich muss dann auch bald wieder zum Händler mal die Schnellreisepakete wieder aufstocken. So oft wie wir die verwenden, ohne das Lagerfeuer zu benutzen. Ich würde das Game so gerne kaufen, aber irgendwie schaffe ich es, Dauerbleibe zu bleiben, wegen Mangas und meinem Pferd. Sind beides eure Hobbys, ja. Hier kann ich wohl zustimmen. So, dann haben wir noch ein Lagerfeuer. Sag auch direkt mal speichern. Oh, ich habe vergessen, meinen Beutel aufzufüllen. Oh, eine Kiste. Na, ist egal. Das passt schon. Kriegen das, glaube ich, auch so hin. Die Krallen. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Sollen ja nicht so stark sein, glaube ich. Säure Krallenschreiter. Sie. So. Wo ist das jetzt hier? Säure Krallenschreiter, Metallbissbeutel. Bleibt bestehen, wenn getötet. Das heißt, wir müssen sie einfach nur killen. Wenn die bestehen bleibt, dann ist ja easy. Das ist verdammt nice. Dann brauchen wir nämlich nur einmal nochmal zu gucken, gegen was die. Sind schwach gegen Elektro. Aber ich würde auch gerne Plasma haben, ne? Ich guck mal kurz einmal, wenn ich die kurz anschieße, so. Wie stark die sind. Da ist noch einer. Ich glaube, ich rutsch mal kurz da rein. So, zack.
Eingerutscht. Also auch Jägerkiller aus. Schöner Schlag. Zack. Hat schon viel Life, ja. Muss man schon sagen. Deswegen lassen wir doch mal kurz fallen. 1, 2. So, und machen kurz den hier. Ja, das ist schon... nicht so ohne, glaube ich, die hier. Wir tun unser Bestes. Muss man jetzt sagen, dass der einfach durch die Falle durchgelatscht ist, der hier? Und das ausgelöst hat? Haben wir Elektropfeile? Ich glaube nicht, gell. Wow! Okay, die machen verdammt viel Damage. Die machen verdammt viel Damage. Hätte nicht gedacht. Okay, aber wir sollten... Ich will sie haben. Aber wir machen auch gut Damage. Ausdauer? Ein weiterer Schlag? Ich glaube schon. Fast down. Ich muss das ausnutzen, dass der gerade hier am Boden ist. Zack, so. Gut. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 2 Stück. Okay. Ich mach mal noch einen Stolperdraht hin. Bitte. Hä, wieso hat das nicht ausgelöst? So. Das muss ich auch noch herstellen. Zack. Komm noch ein kurz mal. Als ob das nicht getroffen hat. Hat doch sowas von getroffen, oder? Gehen immer auf Fernkampf. Bitte mal. Fast down. Fast down. Holy crap. Nicht gut, nicht gut. Ziemlich Ausdauer. Ja, mein Ausdauer geht gerade runter wegen dem Säureschaden. Ich nehme mal die Fallen wieder mit, weil die haben eigentlich keinen Bock hier rüber zu kommen. Ich weiß nicht. Ruhig bleiben. So, einen von denen muss ich mindestens noch ausschalten. Ich würde aber gerne Beine ausschalten, damit ich auch noch genug Material habe. So. Sehr schön. Der hat nicht gesagt, dass sie gegen Kälte unempfindlich sind, ne? So, von daher. Oh, aber... es geht nicht viel hoch mit der Kälte. Ist das der da? Ja. Sehr schön. Ich nehme Ausdauer wieder? Ich glaube nicht. Macht aber nichts. Ich würde gerne einfach mal kurz hierher und den hier machen. Sollte gut was abziehen für beide. Einer ist schon mal down. Sehr gut. Der andere ist geschockt. Ich kann hier mit Leichtigkeit den kritischen Schlag ausführen. Kann jetzt sogar noch einmal den hier machen. Batsch. Und jetzt schnell weg. Ein letzter Stoß für ihn. Ich brauche mir auch so. Verdammt. Okay, got him. Die geben 5000 pro Maschine. Über 5500 Experience. Das ist verdammt viel. Das hat sich gelohnt. Das ist mehr als manche Hauptquests. Also insgesamt jetzt waren ja 17.000 Experience fast. Damn! Laura! Ey! Hi YouTube. Dankeschön. Für den Song. 16 Monate. Damn. That's a lot.
That's a damn lot. So, wir können upgraden. Wo graden wir denn ab? Können wir gleich mal gucken, was die nächste Quest ist hier vielleicht machen. Machen wir tatsächlich das Hauptquest. Was haben wir noch? Verlangen nach Wissen. Was ist das hier? Die zweite Strophe, da müssen wir warten. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen. Wahrscheinlich, bis wir in der Hauptquest weit genug vorangeschritten sind. Hier haben wir noch eine. Verlangen nach Wissen, Telana. Suche nach Amadis geht weiter. Anscheinend ist er noch weiter nach Westen gereist, auf der Suche nach einem alten Tenak-Gefängnis namens Die Fäulnis. 1600 Meter. Guck mal kurz auf der Karte, ob das... Ah, das ist schon ein bisschen weiter weg. Gibt aber halt auch verdammt gut Erfahrungspunkte. Das sind Nebenquests. Komm. Gehen wir da hin. Sollten wir kurz nach Brennsperr gehen. Yes. Und können wir da noch ein bisschen handeln. Let's go. Und auch unsere Sachen upgraden. Nee, gerade nicht. Wo sind die Upgrade-Sachen? Oh, hier ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Das nehmen wir mit. Kleines Vorratslager. Was ist das denn? Irgendwas mit Werkzeugen. Ich verliere immer voll schnell die Orientierung, wo ich hin muss. Ah, Kleidung. Lass mal sehen. Da hast du coole Kleidung für uns. Kaja-Wanderin. Das sieht schon verdammt cool aus, muss man schon sagen. Tenak-Scharmützler. Ist das besser als unseres gerade? Niedrige Gesundheit, Fernkampf, niedrige Gesundheit, Mut, Mutstoßmeisterin, Konzentration, Regeneration und Waffenausdauer plus geht auch. Vergleichen, genau, vergleichen wir es einfach mal. Tenak-Scharmützlerin und Tenak-Schützerin ist das, was wir gerade momentan haben. Wir sind gut gegen Eis und Löschwasser. Und das hier ist gut gegen Löschwasser und Elektro. Puh, ist beides ziemlich nice. Boah, sollte ich eigentlich schon mal mitnehmen, ne? Ich habe aber nur einen Sonnenflügel-Zirkulator. Wir werden erstmal upgraden. Können noch ein paar Sachen verkaufen. Übrigens, Rohstoffe hier. Guck mal, wie viel wir schon gesammelt haben. Sind jetzt insgesamt 828. Schon viel. So. Wo kann ich die Sachen... Ja, lass mal gucken. Ich muss weiter in die Richtung. Da muss ich hin. Ach, jetzt ab geht's. So, hier muss... Ach, ja genau. Das ist unser Vorrat, das wir öffnen können. Hi, Fremde. Alle Kategorien auffüllen, bis oben hin. Let's go. Sehr schön. Du hast auch noch Waffen. Lass mal sehen, was du für Waffen hast. Ätzende Sprengschleuder. Das sieht verdammt nice aus. Brüllrückenzirkulator, ein großer Maschinenkern. Gardejägerbogen wäre natürlich auch der Hammer. Ich glaube, das hole ich mir. Aber wie gesagt, zuerst werden wir unsere Rüstung upgraden. Outfit-Upgrades. Können sogar das hier auch upgraden. Aber das ist besser. Ja, können einiges upgraden, aber das hat erstmal Vorrang. Yes, Upgrade. Stiller Schlagstärkung ist auch super geil. Behemoth. Kraftlader. Behemoth sind doch absolut krasse Maschinen, oder? Ich glaube, mich zu erinnern, dass die in Zero Dawn abartig waren. Holy crap. Ich würde es auf jeden Fall mal markieren. Waffenausdauer plus. Das ist voll cool, was wir alles hier durchkriegen. Okay. So. Damn. Gut. Das haben wir auch abgeschlossen. Aufträge. Ne, Aufgaben hier. Wir haben tatsächlich noch kein Behemoth-Areal gefunden.
Na gut. So, aber was wir auf jeden Fall holen werden, ist die ätzende Sprengschleuder. Weil ich glaube, das ist schon ganz geil. Ja. Nehmen wir mit. Kaufen. Wollen wir auch direkt mal ausrüsten? Yes. Das ist Stolperfall. Die benutzen wir tatsächlich gar nicht so oft. Oder das hier unten. Kanister halt. Das benutzen wir gar nicht. Machen wir das hier ran. Let's go. Schneidejägerbogen. Löschwasser. Löschwasserjägerbogen. Das ist eigentlich auch ganz geil. Das könnte eigentlich auch ganz geil sein. Lass mal vergleichen kurz. Ich will es vergleichen, so. Mit dem hier. Das ist schon dreimal geupgradet. Zielgeschwindigkeit ist halt höher hier. Überspannen Schaden. Ist halt cool, weil das hier Frost drauf hat. Das andere ist dann mit Löschwasser. Soll ich es einfach kaufen, damit wir es haben? Lanzen und Zirkulator, Metallscherben. Ja komm, wir kaufen es einfach, damit wir es haben. Müssen wir nicht gleich ausrüsten. So. Dann haben wir es auf jeden Fall schon mal da. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch was upgraden können. Waffen-Upgrades. Genau. Das hier können wir upgraden. Perfekt. Für mehr Damage. Überspannen. Man kann es überspannen. Grünglanzfragment und Grünglanzansammlung. Damn. Verlangen ganz schön viel hier von uns. So, was aber auch neu ist, ist das Löschwasserjägerbogen. Das wollen wir auch noch upgraden. Lanzen und Bohrhorn, Schnappmaul, Beutelgewebe. Komm. Hoch damit. Könntest du nochmal upgraden? Yes. Finde ich gut. Pyrscher Tarngenerator. Braucht man 4 Stück dafür. Damn. Nun gut. Jetzt sind wir ein bisschen geupgradet. Finde ich gut. Ich würde gern, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit für die Folge, noch was anderes nachschauen. Signalturm. Und zwar da, wo wir letztes Mal, oder ganz am Anfang, bevor wir angefangen haben zu spielen. Die ersten Folgen, so, das wollte ich sagen. Wollte ich das hier nämlich angucken. Feuerklimmerstellen. Die werden angezeigt, gell? Die werden angezeigt. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Hier war das gewesen, genau. Oh, apropos. Was? Eine Munition, die Klebeaufbau verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff schnelle Gegner mit Klebstoff, um den verlangsamten Zustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, wird die Bewegung der Gegner verlangsamt, sodass sie leichter anzuvisieren und verfolgen sind. Das ist sehr cool. Definitiv. Ich wollte bei dir aber noch was kaufen. Und zwar... Kann man das nicht bei ihr kaufen? Ah doch, hier, Schnellreisepakete. So, damit wir uns keine Gedanken mehr drum machen müssen. Wir haben richtig viel Metallscheiben ausgegeben. So, hier war das gewesen. Let's go. Da gibt es bestimmt einige coole Sachen. Ich kenne ja nichts gegen dich, aber blaue Haare passen besser zu dir. Das ist deine Meinung. Viele feiern das Rot. Viele haben das Blau gefeiert. Ich mag beides. So. Wo ist denn das jetzt? Ach, da drüben. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Ja, das versuchen wir herauszufinden. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Ja, da waren nämlich Dinge, die wir aufsprengen konnten. Die wir vorher noch nicht aufsprengen konnten. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. So, ist alles so dunkel. So. Es ist so dunkel. Da, das hier können wir aufsprengen. Feuerklimmer entzünden, let's go. Die roten Haare passen gerade zum Spiel. Ja, perfekt. So.
Let's go! Wir sind drin. Energiezelle entfernen. Aha. Für was brauchen wir die? Aha. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Das ist jetzt eine gute Frage, wo ich damit hin muss. Ich sollte mit dem Ding nicht zu weit weggehen. Ja, aber wohin soll ich denn damit überhaupt gehen? Also hier rein scheint man schon mal nicht schlecht zu sein, weil das, da meckert sie nicht. Das Problem... Ich kann nicht springen damit, ne? Soll ich wieder irgendwo reden? Ah, da. Das ist eine Mauer, die wir, glaube ich, auch wieder kaputt machen können. Ich lasse das Ding... Ich kann es nicht fallen lassen, wie es aussieht. Es ist gerade ein bisschen nervig, dass es so dunkel ist. Ich lasse die Energiezelle mal kurz doch hier nochmal drin, ne? Und guck mich nochmal ein bisschen um. Es waren nämlich zwei Stellen, die man kaputt sprengen konnte. Es ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Also hier kann man rein, ja okay, das sind wir vorhin reingegangen, ist ja in Ordnung. So, jetzt sind wir oben drauf. So. Wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, da wird die Energiezelle gebraucht. I see. Scheint braucht das Ding Energie. Ich wollte das hier für euch lesen. So. Könnt ihr kurz durchlesen? Einfach kurz pausieren. Ich sein. So, hier muss die Energiezelle rein. Hier muss auch eine Energiezelle rein. Hier ist irgendeine Art Gerät. Funktionierende Stromerzeugungsanlage kann Energiequellen aufladen. Okay. Kann Energiequellen aufladen. Da müssen wir es dann hinbringen. Und hier kann man oder auch nicht. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Da drüben ist eine Kiste, die wir bewegen können. Das ist doch ein etwas längeres Rätsel, als ich dachte. Letztes Mal war das nicht so kompliziert gewesen. Huch, einmal kurz runtergesprungen. Kein Problem. So, naja gut. Ich werde mich trotzdem erstmal... Ich werde wieder hierher kommen. Wir sehen uns dann morgen bei der morgigen Folge hier wieder. Und dann ist es auch hoffentlich Tag. Weil ich habe keine Lust, hier im Dunkeln die ganze Zeit hin und her zu irren. Man sieht nämlich absolut gar nichts. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Abo da lassen, auch die Glocke aktivieren, wenn das Ganze live ist. Oder schaut bei Twitch vorbei. Kein Part 2 ist dort auch. Und damit bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.